Ja, herzlich willkommen zu einem erneuten Video von uns. Heute geht es um die lang ersehnte neue TW575-Serie. Da haben wir drei verschiedene Köpfe. Einmal den B-Kopf, den P-Kopf und den VX klassischerweise. Wir haben zweimal voll geschmiedete Eisner und einmal einen klassischen Zweischaler mit dem P-Kopf. Ja, es gibt wieder die Wizard-Schäfte mit 50 Gramm Regular, 50 Gramm S-Flex. Dann gibt es noch Custom-Schäfte, also Custom bedeutet, die nicht in Europa auf Lager sind, sondern einfach in Japan, wo man eine längere Lieferzeit hat. Aber wir haben auch unsere klassischen, ganz beliebten, leichten Stahl-Schäfte, die Zelos-Schäfte, alle Nippon-Schäfte, die da immer mit dabei sind. Und ich muss sagen, vor allen Dingen Preis-Leistung gefällt mir bei den 757er immer sehr, sehr gut. Wir werden sie heute testen. Was bei uns ganz viel verkauft wurde oder auch im Fitting sehr beliebt war, waren immer die Wizard 50 Gramm Schäfte in vor allen Dingen Regular. Ja. Genau, was man sagen muss, die Carbon-Schäfte werden von Honma selbst gefertigt und sind mit das Hochwertigste, was wir haben. Und das ist etwas, wo sich Honma auf jeden Fall unterscheidet, weil ich sage mal so, die leichten Carbon-Schäfte, die viele andere Hersteller verbauen, sind meistens qualitativ einfach nicht so hochwertig, sage ich jetzt mal vorsichtig. Und Honma unterscheidet sich deswegen, weil sie einfach nur das Beste an Schäften mit verbauen und auch nur mit ihren eigenen Köpfen sozusagen. Also wir bekommen keine einzelnen Komponenten. Ja. Wir bauen die nicht selbst. Honma will das selbst bauen. Wir wollen sicher sein, dass alles immer aufeinander abgestimmt ist und so eben auch bei der neuen T-World-Serie. Genau, ja. Also wie gesagt, das heißt, wir können so Eisen immer verkürzen, das würde gehen, auch mit einem anderen Griff ausstatten, auch Leih und Loft ändern. Das Einzige, wo es Schwierigkeiten gibt, ist Verlängern. Man kann sowas verlängert bestellen bei Honma, aber dann muss man immer mit dem Schwunggewicht aufpassen, weil es natürlich dann schwerer wird, vor allen Dingen bei so einem B-Kopf, der jetzt vielleicht dadurch, dass es ein Blade ist, jetzt nicht so oft verkauft wird. Ja. Genau. Okay, ja, dann würde ich sagen, starten wir mit dem B-Kopf. Also der B-Kopf ist für mich persönlich auch sehr, sehr interessant, weil es einfach ein Kopf ist, sage ich mal, der jetzt klassisch geschmiedetes Blade ist, das auch wie ein Blade ausschaut, aber wo man jetzt das erste Mal eigentlich bei Honma wirklich mehr Technologie verbaut hat. Man hat bei den langen Eisen bis zum 7er Eisen, hat man vorne so eine Gewichtsschraube drin mit Wolfram. Es ist nicht so viel, aber man hat auch an der Ferse etwas Gewicht hinten ausgespart, sodass man letztendlich den Schwerpunkt mehr Richtung Spitze verlagert. Und das bedeutet meistens auch ein höheres Trägheitsmoment, mehr Fehlerverzeihbarkeit, was man ja bei einem Blade schon gerne hätte. Also was ein Blade eigentlich vor allem schwerer zu spielen macht, wie ein Cavity Back zum Beispiel, ist vor allem dieser Spitzentreffer. Ein Blade funktioniert sehr gut in der Mitte, am Sweet Spot und Richtung Ferse, aber wenn es jetzt Richtung Spitze geht, dann verzeiht ein normales, traditionelles Blade weniger Fehler. Und das versucht man hier jetzt auszugleichen. Deswegen sind wir auch sehr gespannt, was die Performance sagt, weil die letzten, das TR20B Blade, das war jetzt nicht unser Bestseller, sage ich mal. Das war einfach ein, ja, sehr, sehr klassisches Blade. Okay, also was ich direkt merke, ist, dass die Griffe wieder etwas dicker sind. Das ist super für den europäischen Markt. Die haben ja früher dünnere Griffe verbaut. Das heißt, die Griffe sind ja schon mal für eine normale Hand gut, liegen gut drin. Der Schaft ist etwas länger meiner Meinung nach geworden. Also wir sind jetzt bei 37,5 auf dem 7er Eisen, was auch angenehm ist. Ja, dann schlagen wir einfach mal ein paar. Für mich ist das Blade jetzt auch nicht so riesig. Also ich finde das eigentlich normal, so klein meine ich. Ich finde das eigentlich normal, finde es jetzt nicht zu klein. Sehr ansprechend. Okay, dann starten wir doch mal. Okay, etwas nach rechts gedrückt. Also du machst jetzt hier deinen dreiviertel halben Schwung bis 143 Meter. Genau. Das sollte man auch mit so einem 50 Gramm Schaft eher machen. Ja, ich taste mich mal so ran. Aber man merkt auf jeden Fall, dass er gut launcht, dass er gut in die Luft geht. Ich kann den auch sehr gut kontrollieren. Ja, also das Blade hat 33 Grad. Ja. Etwas mehr als die beiden anderen Köpfe. Es ist halt
Klar, ein Blade sollte auch etwas mehr Loft haben. Ja, das lässt sich sehr, sehr schön, sehr weich spielen. Gutes Feedback. Also, sehr gut. Gut, wir wechseln jetzt mal auf den VX-Kopf. Der VX ist sozusagen der Nachfolger vom TW747VX und dem TR20V. Bei den 747 gab es noch zwei Cavity-Back-Eisen. Jetzt gibt es nur noch eins, aber völlig ausreichend. Es ist auf jeden Fall eins, würde man sagen, so sportlich ambitioniert, die etwas den Ball sauber, also zu sauber treffen, um jetzt in so einen zweischaligen Kopf zu gehen wie den P, aber jetzt auch kein Blade spielen möchten. Und wir sehen es auch hier an der Rückseite, hinten am Kopf. Also da ist wirklich auch vorne an der Spitze wird wieder mit Wolfram gearbeitet, sodass der ganze das Trägheitsmoment gesteigert wird, dass man einfach die Fehlerverzeihbarkeit hat, die man jetzt normalerweise vermissen lässt. Und das VX ist jetzt von den Lofts her doch relativ modern, sage ich mal, mit 30 Grad im 7er Eisen. Deswegen gibt es auch ein A-Wedge, das ist sozusagen das alte Pitching-Wedge, das hat dann 49 Grad, dass man eben keine Lücken dann zum Pitching-Wedge eben hat, wenn es dann um die richtigen Wedges geht. Ja. Genau, ja. Ja, ist ja vielleicht ganz interessant, dass es jetzt bei Honma nicht mehr 9, 10, 11 gibt, also diese Zahlen immer weiter, sondern dass es jetzt ganz normal mit Pitching Wedge und Approach Wedge quasi ja. benannt wird, hilft uns enorm, weil wir sagen ja so oder so, dass so ein Gap Wedge oder so ein Approach Wedge bei diesen modernen Lofts ganz, ganz essentiell sind. Vor allen Dingen, weil man sie später ja nicht oder schwierig nur nachkaufen kann. Ja. Also wenn man sich jetzt vor 2 Jahren die alte Serie gekauft hat, wie soll man dann wieder ein einzelnes 11er Eisen oder quasi ein Gap-Wedge wiederbekommen? Das ist ganz, ganz schwierig. Okay, ja, also ich sehe auf jeden Fall, er ist deutlich größer, der Kopf. Vor allen Dingen länger, finde ich. Etwas breiter, ist aber zum Vorgänger jetzt, finde ich, kein so ein Riesenunterschied. Okay, dann machen wir mal ein paar Bälle. Ja, gibt mir auch super Feedback. Geht natürlich länger aufgrund vom Loft. Ich versuche immer gleich zu schwingen. Schwunggewicht hat der so C9, C9,5. Der ja, mit dem 50 Gramm schafft, dass man da vom Schwunggewicht auf jeden Fall auf der sehr, sehr leichten Seite. Ja. Also das ist sehr gut. Wir haben C9 mit 50 Gramm Schäften, so wie es sein soll. Und dann halt ein Zelo 7 oder ein Nippon, dann kommen wir halt auf D1. Also ja. Perfekt, meiner Meinung nach. Ja, gibt mir gutes Feedback. Der war jetzt leicht rausgeblockt, aber... Der war super getroffen. Ja, also wenn jemand noch ein geschmiedetes Eisen spielen will und einfach Meter braucht und sagt, ich will aber trotzdem dieses Feedback von einem geschmiedeten Eisen und nicht von einem Zweischaler und der will die Bälle noch weit schlagen, dann ist sowas wirklich perfekt. Auch mit dem Schaft, das funktioniert sehr, sehr gut. Ja, das fühlt sich sehr gut an. Ja, was man auch sagen muss, in Japan geschmiedet aus weichem Stahl und ja, das ist eigentlich auch das, was Honma besonders macht. Und in dem Preissegment auch ja, wenig Konkurrenz, ehrlich gesagt, hat. Also wir sind jetzt hier mit Carbonschaft, der kostet ein bisschen mehr, da sind wir bei 200 Euro das Eisen und Stahlschaft so Richtung 185 Euro das Eisen. Und das, obwohl wir eigentlich mit Corona und den ganzen Lieferengpässen deutliche Preiserhöhungen sehen, eigentlich fast überall, also bei allen Herstellern. Und Honma ist im Vergleich zur Tour-Release-Serie, also der eigentliche Vorgänger, günstiger geworden und nicht wirklich teurer. Also das ist schon, man bekommt wirklich was für sein Geld. Und jetzt schauen wir uns den P noch an. P ist jetzt der Zweischaler sozusagen, der Kopf, der am meisten Lounge geben soll, der von den Lofts her nochmal etwas flach ist mit 28,5 Grad, also sehr, sehr modern. Aber auch hier gibt es wiederum das A-Wedge, deswegen muss man mit den Lofts immer
relativ das Ganze sehen und halt auch mit dem Kopf ein Zusammenspiel betrachten. Genau, ja. Ja, jetzt ist der Kopf nochmal etwas größer. Wir haben einen ganz leichten Offset. Ich finde es recht angenehm. Es ist ein zweischaliges Eisen, also dünne Schlagfläche. Der hat auch Schwunggewicht C9 bei 50 Gramm. Ja, und da kriegt man halt direkt das Feedback. Der fühlt sich sehr weich an. Also man hört da vielleicht so ein bisschen klicken. Und er geht, ich habe jetzt 80 Meilen geschwungen. Und der war jetzt wirklich lang. Also das ist das, was man ja bei dem ja auch erwartet Ja. mit dem Loft auf dem 7er. Ja, das fühlt sich sehr gut an. Ich finde, der Klang ist auch sehr angenehm. Also man hatte oft bei den zwei Schalern, dass die so dieses laute Klicken haben, dieses helle. Und das hat man hier nicht so wirklich. Also ich finde Ja, eher dumpfer, vom ja. Gefühl her auch sehr ähnlich zu einem geschmiedeten. Habe ich mal extra wenig Gas gegeben. Ja, der fliegt und fliegt, also. Ja, Launch-Probleme gibt es mit dem sehr wahrscheinlich bei keinem Spieler. Ja, fühlt sich sehr gut an. Jetzt muss ich nur in die Nähe vom Grün kommen. Ja, noch etwas geblockt. Aber ich muss wirklich, also ich muss das Tempo verringern, dass ich zur Fahne komme. Glaube, der war jetzt mal gut. Ja, auch Aber da zu. merkt man schon, dass ich eigentlich, obwohl ich nur einen halben Schwung mache, dass Ja. ich wirklich, ah, die Länge, ich meine, das waren jetzt 100, was, 140, 145, sowas Carry. Also, das ist schon Ja, sehr, der sehr Spin gut. geht halt auch deutlich runter mit dem Eisen. Es ist einfach. Ist auch so gewollt. Ja. Also, wenn man die Länge braucht und haben will, dann will man auch einen hohen Launch und ein bisschen weniger Spin haben. So kann man das trotzdem noch gut anspielen und es ist einfach, ja, man kommt auf seine Längen. Also. Ja, wir können ja noch mal einen von außen probieren. Ja, der war jetzt wirklich fett. Und wird trotzdem noch gut aufgefangen. Ich komme gut zur Fahne. Also funktioniert sehr gut das Eisen. Haben wir oft bei Fittings, machen wir wirklich sehr, sehr oft. Ich finde, es schaut auch sehr, sehr gut aus. Und Preis-Leistung ist, ja, geht fast nicht besser für ein Ja. japanisches Eisen. 50 Gramm Schaft. Wir können es nur loben, weil ja, wir nur gute Erfahrungen mit dem Eisen gemacht haben. Und ja, mit einem Fitting kann man das Ganze sehr gut empfehlen, das muss ich sagen, ja. Besonders gute Erfahrungen haben wir halt mit dem Vorvorgänger gemacht, den TW747, wo es eben auch den P-Kopf mit den leichten 50-Gramm-Schäften gegeben hat. Die waren einfach, es war halt einfach kein Beres, ja, preislich nicht, vom Gewicht her nicht. Beres ist einfach nochmal ein bisschen leichter, deutlich teurer, aber er war einfach ein sehr, sehr guter Performer. Und leider haben wir jetzt mit den Tour Release, den Nachfolger, hatten wir das zum Beispiel nicht mehr diese ganz leichten Schäfte. Da ging Honma eher Richtung fortgeschrittenere Spieler, die jetzt nicht diese Launch-Probleme haben oder nicht die maximale Unterstützung brauchen. Und das haben wir so ein bisschen vermisst, behaupte ich jetzt mal. Deswegen sind wir sehr froh, dass wir jetzt mit der neuen Serie diese Möglichkeiten wieder haben. Genau. Gut, wir schauen uns jetzt mal nur den VX und den P an, weil der B jetzt im direkten Vergleich wenig Sinn macht. Das ist einfach dein. Auch mit 50 Gramm Schaft, das Ja. ist jetzt nicht so, dass man das oft verkauft. Genau, das war jetzt mehr so zu Demonstrationszwecken gedacht sozusagen. Und bei VX und P wird es dann wiederum interessant im direkten Vergleich, was man auch sehr deutlich sehen. Also du hast die sehr ähnlich geschwungen, den P minimal schneller, aber die Efficiency, also das, was du aus der Schlägerkopfgeschwindigkeit am Ende rausbekommst, ist deutlich höher beim P, was einfach an der Konstruktion liegt, an den Lofts auch ein bisschen. Da bist du einfach ja, 3 Grad mit weniger dynamischem Loft beim P unterwegs und deswegen ist beides zusammengenommen auch überhaupt kein Wunder, das macht den VX jetzt nicht schlechter, sondern es sind einfach zwei verschiedene Schläger für eigentlich verschiedene oder unterschiedliche Spielertypen, sage ich mal. Beim Ja. Backspin sind wir einfach ein bisschen weniger, aber jetzt Aber auch da hält nicht. sich der P gut, muss Ja, man sagen. sehr gut. Also 4500 ist jetzt in
in dem Bereich, dem du dich bewegst, ist es absolut in Ordnung. Also sehr kontrollierbar auf jeden Fall. Du bekommst deine Länge raus. Also da sieht man dann vor allem den großen Unterschied. Ja, vor allen Dingen in den Loft einfach, das macht diese 8 Meter aus. Aber also das Ergebnis, ich bin sehr überrascht, dass der P dann doch den Spin relativ gut Ja. und hoch hält für den Loft, weil wenn man sich jetzt den Beres oder so ansieht, das sind ja oftmals so, dass man wirklich Probleme mit Spin hat. Aber hier hält er gut den Spin und ich meine, 100 Umdrehungen, das kann jetzt auch an mir liegen, so wie ich den treffe. Ja. Trotzdem das Ergebnis sehr, sehr gut. Das werden wieder. Ja, 2 Jahre lang wird das ein Eisen sein, was wir tagtäglich fitten, was wir oft verkaufen, was wir oft einfach ja, auch empfehlen, muss man auch sagen. Genau. Auch wenn es für viele vielleicht unbekannt ist oder die man gar nicht so auf dem Schirm hat, völlig unberechtigt, meiner Meinung nach, weil Honma schon länger mit diesen 747, also T-World und Tour Release, richtig gute Arbeit macht und richtig hochwertige Schläger vor allem von den Komponenten her nur das Beste hernimmt. Da muss man auch sagen, bei den Schäften, ich kann mir jetzt da einen teuren Nippon-Schaft einbauen lassen, so einen Neo oder einen Modus und auch Project X, alles ohne Aufpreis. Kann ich bekommen. Wie gesagt, 8 bis 10 Wochen dauert es, wenn man jetzt über Japan gehen muss. Das ist einfach so, ist aber in der heutigen Zeit gar nicht so schlimm, sage ich mal, weil eigentlich alle Hersteller damit wirklich zu kämpfen haben. Genau. Und das muss man wissen. Und von den leichten Carbon-Schäften Honma absolut top. Und hier eine, vor allem mit dem P-Kopf, wieder eine richtig gute Kombination, die für viele Spieler sicher in Frage kommt. Und wie gesagt, preislich völlig im Rahmen. Also Honma heißt nicht immer Beres und heißt Ja, nicht immer 400 € aufwärts pro Schläger, sondern das hört man ja ja. ganz, ganz oft, dass auch also wir kriegen das tagtäglich, dass ja Bär, oder es geht ja eigentlich immer nur um Honma, dass das so teuer ist, aber die anderen Serien außer Beres wissen die meisten gar nicht, dass es die ja auch gibt. Und ja, also die T-World ist da super mit dabei und kann auch, also das werden wir auch noch testen, aber gegen so einen T100 oder P97, das kann der mithalten. Was halt wichtig ist, dass das Verlängern schwierig ist, dass wir ein paar Custom-Schäfte haben, die einfach längere Lieferzeiten haben, aber Griff kann man ändern. Bei Griffen muss man wieder aufpassen, dass es mit dem Schwunggewicht passt. Trotzdem, wir haben eine große Auswahl an allem und eigentlich sind die meisten abgedeckt mit dieser Serie auch. Genau. Genau, ja, wir sind gespannt, was in den Fittings rauskommt. Und Ja. ich bin aber sehr hoffnungsvoll, also sehr Ja. vielversprechend, ehrlich Ja. gesagt. Okay, alles klar. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.